Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft PvP. Wir spielen heute Jump League. Und es geht los. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's gut. Ich bin ein bisschen müde. Aber ansonsten denke ich, wir können das heute natürlich ohne Jump Fail durchstehen. Und wenn doch, dann eben nicht. Aber mal sehen. Und vielleicht nehmen wir auch alle Kisten mit. Eine Axt und einen Bogen und eine Angel. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. So, und gleich haben wir auch Modul 1 geschafft. Ja. Modul 2 beginnt. Einmal rüber. Oh, gut. Und dann nach oben. Und dann haben wir auch das fast geschafft. Ein Holzschwert. Das brauche ich. Ja doch, das würde ich nehmen, wenn ich jetzt nichts Besseres bekomme. Aber das wollen wir natürlich nicht hoffen. So. Einmal in die Kiste. Wieder nur Crap, glaube ich. Ja doch, die Hose hatte ich noch nicht. Doch, hatte ich schon. Verdammt. Ist da eine Kiste? Nee, es ist einfach nur dunkel. Dann ist sie irgendwo anders. Geschafft. Und ich bin auch Erster. Das ist gut. Ich habe mich auch gewundert, wenn nicht. Weil ich relativ schnell war. So. Geschafft. Und letzter Sprung. Perfekt. Modul Nummer. Nein! 5. Dann sowas, ey. Neuer Part. Okay, da geht's lang. Das war jetzt echt schade. Ich nehme an, darüber. Oh Gott. Und die dann nach da. Nicht nach unten, ne? Dann nehme ich mal, glaube ich, Anlauf. Wahrscheinlich nach links, ja. Ist mir ein bisschen später, zu spät angefallen. Aber wir haben es geschafft. Und das reicht. Hallo, E-Mail. Aha. Neue VIP-YouTube-Kampagne. Oho. Das scheint dir wieder eine sehr interessante Mail zu sein. Oh Gott, verdammt. Der ist auch neu, der Part hier. Jetzt haben wir zwei neue Parts hintereinander. Vor allem muss man die Türen immer aufmachen. Das ist echt total stressig, ey. Doch, die auch. Aber wie machen wir das am besten? Komm, wir machen jetzt den neuen Sprung hier. Habe ich ein bisschen geübt. Ah, was? Das war komisch. Eigentlich funktioniert das nämlich ziemlich gut. Nur der ist echt ziemlich schwierig sogar, wenn man die Tür im Weg hat. Ja, ein bisschen nach rechts springen. Und dann geht das. Also diesen Vierersprung, oder was auch immer für einen Sprung man hat, kann man mit dieser Technik echt, wow, super gut schaffen. Und ich glaube, ich kann das jetzt auch relativ gut, sodass ich das zu 90% wirklich schaffe. Hoffe ich, so ungefähr. Und noch ein neuer Part. Oder ist es der gleiche? Nee, ist neuer. Okay, die Hose haben wir jetzt schon doppelt. So. Ist jemand vor mir? Nee, nur so aus. Modul 8 und schon wieder neu, oder? Alter. Nur neue Parts. Ah, verdammt. Aber das ist gar nicht mal so schlecht. Oh. Hier müssen wir den ganzen Weg zurück, oder? Ja, boah, ist das fies, ey. So, erst hier ein bisschen ranlocken. Ja, guck mal, das ist das Ziel. Und da muss man jetzt zurücklaufen. Oh, Mann. Ah, verdammt. Das Gute ist, dass man hier nicht so leicht runterfallen kann. Ach, komm. Einmal hoch. Und jetzt mit Anlauf. Sehr schön. Alter, aber der ist auch schwierig. Ah. Und vor allem kann man auf so einem Mini-Block dann wirklich keinen Anlauf nehmen. Sollte ich da. Nee, durchspringen? Alter, ist super schwer. Also der erste ist schon schwer und von da dann direkt durchzuspringen auf den nächsten wäre, glaube ich, nicht so gut. Oh, geschafft.
Sehr schön. Jetzt noch hier nicht. Nein, hier nicht failen. Und dann wäre der Rest vielleicht gar nicht mehr so schwer gewesen. Schade, schade. Langsam muss ich mich auch beeilen. Da hinten kommen noch zwei Parts. Einer davon ist neu und der andere nicht. Und der ist vielleicht nicht ganz so schwer, aber wer weiß. Wahrscheinlich dann doch, weil neue Parts sind hier bei Jump League meistens schwieriger als alte. Habe ich so das Gefühl. Ach komm, warum bleibe ich da hängen, Mann? Lief doch so gut bisher. Dann kann ich doch jetzt mal so weitermachen, oder? Natürlich. So. Dankeschön. Dann sind wir wieder hier. Aha. Aha. Sehr gut. Da ist jemand ziemlich nah an mir dran. Da muss ich nicht oben drauf. Ging auch gar nicht, glaube ich. Sehr gut, eine Kiste. Zwei Enchantment Table. Da brauchen wir auch nur einen. Sehr schön. Modul 9. Hallo Motorrad. Ah, verdammt. Ich habe nur noch eine Minute. Das heißt, ich werde das sicherlich nicht schaffen. Aber, ja, vielleicht doch. Nee, ziemlich sicher nicht. Der Fall ist gar nicht einfach hier. Ich dachte, der war einfacher. Ein Eisen. Packen wir das mal weg. Jetzt muss ich da rüber. Oh nein. Ach Mist. Das hätte nicht passieren dürfen. Dann ist jetzt mein Ziel, wenigstens zum letzten Part zu kommen. Und das ist auf jeden Fall gut machbar. Jetzt sind wir wieder hier. Sehr gut. Wo geht's lang? Kann es sein, dass ich den Part gar nicht kenne? Ich glaube schon. Oh nein. Verdammt. Okay, letzter Versuch. Wenn ich jetzt runterfalle, dann könnte ich schon mal anfangen, Sachen zu sortieren. Ja, wobei auch in 20 Sekunden ist man dann ja wieder hier. Oder in 10 sogar. So, machen wir das mal von hier. Okay. Oh, 11 Sekunden. Wenigstens den Part. Vielleicht sogar noch die Kiste. Vom nächsten Part. Wir jetzt uns beeilen. Schnell hier rüber rushen. Nee. Okay. Dann anziehen. Ja, dankeschön. Okay. Shit. Ich bin down. Niemand in der Nähe. Ja, es wäre, glaube ich, besser, die Sachen vorher schon zu ziehen. Aber das mache ich einfach nie. Warum auch? Naja, wäre besser. Hallo! Ich bräuchte noch meine Angel und meinen Bogen. Ich habe zwar keine Pfeile und auch keinen Flint. Aber ich habe ein Enchantment Table. Da müsste ich gleich mal gucken. Nee, stimmt gar nicht. Ich habe eine Werkbank, ne? Müsste ich gleich mal gucken, ob sich das lohnt. Also lohnen wird sich's. Aber ob ich da irgendwas craften kann. Oh Gott! Ich sterbe drauf. Oh nein, ich werde jetzt nochmal sterben. Na doch nicht. Das ist erstmal Brote. Nee, ich habe ja kein Level, genau. Deswegen. Ach komm. So viel Leute. Hä? Habe ich mich getötet? Welche Regeneration? Hallo. Der ist down. Da kommt der nächste. Guckt sich schnell erstmal die Kiste an. Ich würde auch gerne mal reingucken. Oh, weg. Na gut, dann nicht. Du darfst nicht. Ups. Warum benutzt du nicht die Eisenaxt? Ihr dürft auch einen Kommentar gerne wieder löschen. Danke. das ist knapp. Ah, shit. Ein Leben
left. Aber es leben auch nur noch zwei Leute. Mit einem Leben jeweils. Den hier sollte ich schaffen können. Was habe ich denn selber noch so? Na los. Tötet euch. Alter. Alter! Wo hat er denn den Boost herbekommen? Team Deal? Nee, oder? Nö. Kämpfen jetzt erstmal. Da würde ich gerne was essen. Ach, jetzt habe ich drei Pfeile. Hatte ich vielleicht eben auch schon, wer weiß. Und dann möchte ich kurz regenerieren. Und dann jemanden töten. Beide leben noch. Das heißt, die haben sich nicht umgebracht. Wurde das nicht geschafft. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich in den Kampf gerate, dahin sitze. Den ich auch kämpfen will. Also nicht, dass ich überrascht werde. Dafür bräuchte ich vielleicht mal meinen Kompass. Irgendwo da. Da sind sie. Alter, auf einem Kreis. Hallo. Überraschung. Den sollte ich haben, ja. Der andere ist weg. Das ist gut. Nehme ich das mal mit und ein Diamant. Dann kann ich mir noch ein Tierschwert machen, ne? Oder? Ne, ich habe keine Sticks. Verdammt. Dann machen wir das. Und können gucken, wo der Typ ist. Ready. Ich soll warten. Na gut. Dann regeneriere du mal. Okay. Brauche Essen? Nee. Los. Kämpfe. Go. Ich nehme mal an, er wird was schreiben. Wenn er bereit ist. 8 Herzen. Na komm. So, ich habe meine 3 Pfeile. Die sollte ich einsetzen. Ja, und ansonsten habe ich echt nichts leider. Keine Cobwebs, keine TNT. Hallo. Okay, den habe ich. Ja. Ganz gut gehabt. Und gewinne das Spiel. Jump, 11 Jumpfels hatte ich. Das ist zum Ende hin, glaube ich, noch relativ viel geworden. Aber am Anfang war das echt gar nicht mal so schlecht. Also, das war's mit dieser Runde Jump League. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann würde ich mich über eine Bewertung freuen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!